Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Ferdinand wächst als Einzelkind bei seiner alleinerziehenden Mutter auf und wünscht sich Zeit seines Lebens Geschwister. Schon als Kind ist er viel alleine. Zu seinem Vater hat er so gut wie gar keinen Kontakt. Und so erfährt er auch sehr spät, dass er tatsächlich eine fast gleichaltrige Schwester hat. Seit über 15 Jahren sucht Ferdinand verzweifelt nach ihr. Ferdinand lebt in Strasshof bei Wien. Der 41-Jährige ist selbst glücklich verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn. Die Familie geht ihm über alles. Und so leidet er ganz besonders unter dem Verlust seiner Halbschwester Manuela. Mein Wunsch ist sehr groß, einfach meine Halbschwester zu finden. Weil ich möchte wissen, wie sie aussieht. Ich möchte wissen, was sie erlebt hat, was sie tut, was sie macht. Schwester oder Bruder zu haben, das ist einfach, glaube ich, viel verstärkter. Das ist so ein Band, ja, und das wäre natürlich ein sehr großer Wunsch von mir. Ferdinand wächst bei seiner Mutter in Wien auf. Zu seinem Vater hat er so gut wie keinen Kontakt. Sein Wunsch, Geschwister zu haben, wird nie erfüllt. Dann, Ferdinand ist Mitte 20, verplappert sich seine Mutter bei einem Streit und er erfährt, dass er väterlicherseits eine Halbschwester hat. Der Moment, als ich erfahren habe, dass es eine Halbschwester gibt, war komisch. Ja, irgendwie der Wunsch war immer da, jemanden zu haben. Man hatte niemanden. Jetzt gibt es auf einmal jemanden. Ja, und nicht zu wissen, wie es dem geht oder wo der ist, ist natürlich schon bedrückend. Jahrelang versucht Ferdinand, seine Schwester zu finden. Vergeblich. Mit 27 lernt er dann Sabine kennen und gründet eine eigene Familie. Doch die Sehnsucht nach seiner Schwester bleibt. Die Gewissheit zu haben, ja. Gibt es jemanden? Findet man ihn? Möchte er Kontakt oder möchte er nicht Kontakt zu mir haben? Würde sie es nicht wollen, könnte ich damit abschließen. Ja, aber bis dahin weiß ich nicht, wo ich stehe. Ferdinands Hilferuf hat mich so berührt, dass ich ihn eingeladen habe, mir seine Geschichte zu erzählen. Hallo. Hallo Ferdinand. Hallo Julia. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke. Wie geht's dir? Ja, Aufregung, jetzt kommt sie wieder. Rauf und runter. Ja, natürlich. Alles natürlich. Klar, dann gehen wir erstmal rein, ja? Ferdinand, es gibt jemanden, den du schon sehr lange verzweifelt suchst. Kannst du sagen, wie wichtig dieser Wunsch nach deiner Schwester in deinem Leben wirklich ist? Also jetzt an erster Stelle, ja, weil ich habe meine Frau, die ich über alles liebe. Ich habe zwei gesunde Kinder, ja, und jetzt gibt es eigentlich nur einen Fokus, ja, meine Schwester. Also das ist eigentlich das, was mir jetzt am wichtigsten ist. Was würde dir das jetzt an diesem Punkt in deinem Leben bedeuten, eine Schwester zu bekommen? Ja, das ist so schwer in Worte zu fassen. Ja. Einfach zu wissen, dass jemand da ist, mit dem man irgendwie verbunden ist. Ja. Das wäre einfach schön, einfach zu wissen, wie schaut der Mensch aus? Was haben wir für Gemeinsamkeiten? Und ganz einfach, das würde das eben komplett machen. Ja. Ferdinand, vor was hast du Angst? Ängste hätte ich, wenn sie mich nicht kennenlernen würde wollen, ja, dann muss ich das akzeptieren. Wäre natürlich traurig darüber, aber könnte mit der Geschichte abschließen und würde sagen, okay, man hat alles probiert und es hat nicht sein sollen. Ferdinand, ich habe dich nicht ohne Grund hierhin eingeladen. Ich hatte ja nur ein paar Anhaltspunkte für meine Suche, aber ich habe mich bereits auf die Suche gemacht. Okay. Aufgeregt jetzt. Ja. Dann schauen wir jetzt mal zusammen, okay? Okay. Meine Suche beginne ich in Thulen an der Donau. Die 16.000 Einwohnergemeinde ist mein einziger Anhaltspunkt für meine Suche nach Manuela. Ein sehr vager Anhaltspunkt, der aber eine entscheidende Schlussfolgerung zulässt. Also ich habe den Namen und das Geburtsjahr von Manuela. Aber ohne den genauen Geburtstag komme ich hier am Einwohnermeldeamt auch nicht weiter. Hier in Thulen in Niederösterreich soll Manuela ja als Jugendliche gelebt haben. Und das bedeutet ja dann auch, dass sie schulpflichtig gewesen sein muss. Ich habe jetzt schon mal vorrecherchiert und hier im Ort gibt es 4 Schulen. Ich werde jetzt zu der fahren, die meiner Meinung nach am ehesten in Frage kommt. In Thulen gibt es ein großes Schulzentrum, das bereits zu Manuelas Schulzeit in dieser Form existiert hatte. Wenn ich also eine Chance habe, etwas über Ferdinands Schwester in Erfahrung zu bringen, dann wahrscheinlich hier.
Hallo. Hallo, Margit Lenker. Ich bräuchte ganz dringend Hilfe. Ja, bitte. Weil ich auf der Suche nach einer vermissten Person bin. Aha, okay. Und zwar geht es um jemanden, der vielleicht mal an ihrer Schule war. Mhm. Ich habe nur einen Namen, Manuela Hartl. Und wann war das? Ich weiß, dass sie im Jahrgang 74 sein müsste. Okay, also schon ziemlich lange her. Ja, leider. Und ich müsste sie dringend finden. Mhm, und wer sucht noch hier? Das ist der Bruder. Mhm. Und zwar haben die beiden sich eigentlich nie wirklich kennengelernt. Okay. Und der möchte aber so gerne seine Schwester finden. Also es wäre wirklich für eine ganz gute Sache. Können Sie mir da irgendwie weiter? Naja, wir müssen schauen. Wir haben die Daten nicht digital. Also ich müsste schauen, dass wir noch einen Katalog herausfinden aus dem Archiv. Und haben Sie ein Archiv? Wir haben ein Archiv. Ja. Und aus Datenschutzgründen dürfte ich Ihnen maximal halt sagen, dass sie bei uns ob sie bei uns in die Schule gegangen ist. Also mehr kann ich Ihnen leider nicht. Mir hilft erstmal alles weiter. Mhm. Würden Sie auch gleich nachschauen? Ich schaue mal ins Archiv. Dann einen warte Moment. Ich hier. Ja? Okay. Das ist aber ganz super. Lieb. Dankeschön. Hoffentlich findet sie da jetzt was. Ich habe wirklich was gefunden, aber das ist halt leider nicht für die Kamera. Also das kann ich nur Ihnen jetzt zeigen. Okay, er geht einfach einen Schritt zurück. Ja. Ja? Und zwar, schauen Sie, da ist sogar aufgeschrieben mit den Namen. Und da habe ich gefunden, Manuela Hartl. Ach, da ist das heißt, die zweite. Das müsste sie sein. Das ist sie? Das heißt, sie war hier an der Schule? Ja. Okay. Das ist schon mal ganz viel wert für mich. Aber gibt es da vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, alten Adressen oder sonstige Einträge, dass ich damit vielleicht weiter? Also wie gesagt, das darf ich Ihnen leider nicht geben. In keinem Fall? In keinem Fall, nein. Okay. Darf ich mir denn nur von ihr ein Handyfoto machen? Dann habe ich von ihr ein Foto und ich lasse die Namen und alles raus. Weil ja, ich gehe mal davon aus, dass das in Ordnung ist. Okay, dann habe ich schon mal ein Foto. Okay. Ich drehe es auch gleich wieder um. Ganz herzlichen Dank. Bitte gerne. Name? Margit Lenkauer. Vielen Dank, Frau Bitte Lenkauer. Gerne. Sie haben mir sehr geholfen. Gell? Okay, danke. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei das der Suche. Das ist aber nett. Danke. Wiedersehen. Ich habe dir das Foto ausgedruckt. Schau mal. Das ist deine Schwester. Das ist Manuela. Schön. Das erste Mal, dass du ein Bild siehst, ne? Ja. Gut sieht sie aus. Wie geht's dir gerade? Schön, dass ich ein Foto von ihr sehe. Ja? Ja. Ich war selber ganz aufgeregt, weil ich dann endlich ein Foto hatte. Wir schauen weiter. Am nächsten Morgen. Ich komme ein weiteres Mal in Manuelas ehemalige Schule. Noch am Vortag habe ich einen Suchaufruf anfertigen lassen, den ich hier am schwarzen Brett aufhängen möchte. So, das ist das eine, was ich tun kann. Aber wenn Manuela hier im Ort zur Schule gegangen ist, dann müsste sich doch noch irgendjemand an sie erinnern. Ich werde mich hier umhören. In der 16.000 Einwohner zählenden Kleinstadt ist das zwar die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber eine andere Idee habe ich gerade nicht. Hallo. Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Wer ist denn das? Er gibt Antwort. Luna! Ich bin auf der Suche nach jemandem, und zwar nach dieser Frau. Das ist ein altes Foto, Manuela Hartl. Ich bin aus Wien, also... Na, du nicht. Sie sind von da? Sagt Ihnen nichts. Grüß Gott. Kommt Ihnen die Frau vielleicht bekannt vor? Leider gar nicht. Okay. Überhaupt nicht. Sonst hätte er sein können. Ja, natürlich. Aber tut mir leid. Schönen Laden haben Sie. Danke. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Entschuldigung, darf ich Ihnen das Foto vielleicht mal zeigen? Ich suche diese Frau, Manuela Hartl. Die müsste von hier sein und ist jetzt Anfang 40. Das ist ein altes Foto. Anfang 40? Mhm. Ich weiß nicht, was das ihr geworden ist. Ich hatte das schon, aber ich bin schon etwas älter. Sie sehen aber viel jünger aus. Danke! Manuela Hart war es die, ja? Sagt Ihnen nichts. Sagt mir leider nichts, nein. Alles klar, dann suche ich weiter. Danke, Dankeschön, danke vielmals. Wiedersehen. Tschüss. Ich versuche es weiter. Irgendwer muss sich doch an Manuela erinnern können. Schade. Vielen Dank. Wiedersehen. Frag mal da drüben. Jetzt geht's Telefon. Warte.
Kenn ich nicht. Leischig? Ich kann mit einer sehr freundlichen, aber auch etwas zurückhaltenden Frau sprechen. Ihr Name Susanne. Und was sie mir zu sagen hat, klingt vielversprechend. Danke, wiederhören. So, also wenn ich jetzt die Frau, die hier gerade am Telefon war, richtig verstanden habe, hat sie irgendwie den Aushang in der Schule gesehen oder so und sich an Manuela erinnert. Deswegen gerade angerufen und ich kann mich jetzt gleich mit ihr treffen. Wenn das jetzt klappt, ist es meine erste richtige Spur. Am Donauufer bin ich mit Susanne, der Frau, die sich am Telefon als eine alte Freundin von Manuela vorstellte, verabredet. Da steht eine Frau. Das muss sie sein, glaube ich. Susanne? Ja. Ah, super. Sehr gut. Hallo, wir hatten telefoniert. Ich bin Julia. Hallo, Julia. Hallo, freut mich. Kleine Kameras. Genau. Keine Angst, ist nichts Schlimmes. Ich erkläre das gleich alles. Sollen wir uns da vielleicht hinsetzen? Ja, gerne. Ja, dann können wir das ein bisschen besprechen alles. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Sie hergekommen sind. Ja, sollen wir Problem. Du sagen? Ja, wir können Susanne? Gerne. Ja, alles klar. Das heißt, du hast den Aushang gesehen? Meine Tochter geht jetzt in diese Schule. Ja. Die hat den Aushang gesehen. Ja. Und hat das fotografiert und hat mir gezeigt, Mama, schau mal, da wird jemand gesucht. Ich erkläre dir mal, um was es überhaupt geht. Ich schildere Susanne, dass ihre Jugendfreundin Manuela einen Bruder hat, der sie sehnsüchtig sucht. Susanne war in der Schulzeit gut mit Manuela befreundet. Aber was passierte danach? Weißt du denn, was aus Manuela geworden ist? Was sie dann gemacht hat, weiß ich nicht nach der Schule. Mhm. Nein, ich weiß nur, ihr damaliger Freund, ja, der Andreas, okay, Andreas Winter. Mit dem war sie zusammen? Mit dem war sie zusammen. Ich glaube, sie haben geheiratet damals. Ach, das ist aber Jahre interessant. Nach der Schule. Weil da müsste sich ja der Name geändert haben. Mhm. Wie heißt der? Winter. Winter. Mhm. Kannst du dich sonst noch an irgendwas erinnern? Mir wird jetzt jede Kleinigkeit helfen. Der Andreas, glaube ich, hat damals mit Versicherungen. Mit irgendwas in der Versicherungsbranche. Versicherungsbranche? Sonst andere Fotos oder irgendwas gibt's nicht Von mehr. Damals gibt's nichts mehr. Nein, nein. Okay, aber das ist ja schon mal was, weil mit dem Namen Andreas Winter und Versicherung müsste ich doch eigentlich weiterkommen. Mhm. Ganz lieben Dank, dass ja, du dir die hoffe, Zeit genommen dir hast. Helfen. Nur mit Menschen wie dir komme ich überhaupt weiter. Herzlichen das Dank. Das freut mich. Bitte schön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn der Ehemann von Manuela, Andreas Winter, noch in der Versicherungsbranche tätig ist, müsste ich eine gute Chance haben, ihn zu finden. Da. Ich glaube, ich habe was gefunden. Da, Andreas Winter. Ich rufe da jetzt sofort mal an. Und tatsächlich, ich habe offensichtlich den richtigen Andreas Winter gefunden. Er kennt Manuela. Auf meine Fragen kommen allerdings nur sehr zögerliche Antworten. Mein Gesprächspartner ist ziemlich misstrauisch. Alles klar, dann bis gleich. Dankeschön. Also, die gute Nachricht, er kennt eine Manuela Hartl. Der wollte mir natürlich am Telefon jetzt nicht sehr viel sagen. Er weiß ja auch gar nicht, um was es geht. Aber ich kann ihn jetzt gleich, wenn er Arbeitsende hat, zu Hause treffen. Ich bin sehr gespannt. Nach knapp 20 Minuten Fahrt erreiche ich Zwentendorf, ein Wohngebiet für Familien. Habe ich Manuela nun gefunden? Und wie wird sie reagieren, wenn ich ihr von Ferdinand erzähle? So, jetzt gehen wir mal hin. Hallo. Hallo, wir hatten telefoniert. Hallo. Sind Sie der Herr Winter? Ja, das hallo, bin ich. Ja, Andreas hallo. Winter. Ja, genau, hallo. Andreas Winter. Julia Leischig. Herr Winter, ich hatte Ihnen ja schon am Telefon gesagt, dass ich auf der Suche bin nach der Manuela. Ist sie denn da? Ist sie? Nein, ich bin seit über 10 Jahren geschieden. Aber Sie sind gar nicht mehr zusammen. Nein. Kann ich Ihnen vielleicht in Ruhe erklären, was das alles zu bedeuten hat? Ja, das wäre schon interessant. Ja, bitte, ja. Ist nichts Schlimmes. Ja, es ist, glaube ich, eine gute Sache. Wollen Sie reinkommen? Sehr gerne. Mhm. Dann bitte folge schön. Ich Ihnen einfach. Soll ich gerne. Die Schuhe ausziehen? Können Sie durch, dann. Ja, alles klar. So, also. Ich bin ein bisschen sehr überfordert, um was geht's denn eigentlich? Ja, genau? Es gibt jemanden, der die Manuela sehr vermisst und sucht. Das ist ihr Bruder. Okay. Ich weiß, von dem weiß ich gar nichts. Wissen Sie nichts? Ein Ferdinand?
Nein, das sagt man gar nichts. Haben Sie das mal gehört? Nein. Also da hat sie nichts drüber erzählt. Nein. Gehen Sie davon aus, dass sie das gar nicht weiß vielleicht? Also in den 5 Jahren hat sie nie was von einem Bruder erwähnt. Könnte nicht sagen. Verstehe. Ich bin jetzt natürlich davon ausgegangen, dass sie hier auch lebt. Wie lange sind Sie schon auseinander? Seit 2002. Also das ist schon einige Jahre her. Aber haben Sie denn noch Kontakt? Ja, natürlich habe ich noch Kontakt zu mir. Ja? Ja. Wir haben gemeinsam 2 Kinder. Ah, verstehe. Mhm. Und der Kontakt ist auch so gut? Der ist aufrecht. Ach, das ist schön. Wohnt sie denn in der Nähe? Nicht weit weg. Sie sind ganz in der Nähe von mir. Wirklich? Aber wir könnten sie ja anrufen. Würden Sie mir die Nummer geben? Natürlich, die gebe ich Ihnen gerne, ja. Sehr gut. Da habe ich ja Glück. Sehr gut. Alles klar. Super. Okay. Aber Sie dürfen jetzt noch nicht anrufen. Ja, wirklich nicht? Alles klar, ich möchte erst selber mit ihr sprechen. Ja? Sie wird ja dann sicher berichten. Ganz herzlichen Dank. Dank. Drücken Sie mir die Daumen. Mag ich. Ja? Tschüss. Ciao. Ich bin dann raus und habe sie auch tatsächlich sofort angerufen. Und auch am Telefon habe ich schon gemerkt, dass sie tatsächlich komplett überrascht war. Also sie hat nichts gewusst vermutlich, nicht? Genau. Aber sie war dann sofort bereit, sich mit mir zu treffen. Und ich bin dann gleich hingefahren. Und jetzt gucken wir weiter, ja? Okay? Ja. Ich weiß zwar, dass ich jetzt komme, aber es ist trotzdem aufregend jetzt. Hallo. Hallo. Manuela? Ja. Hallo. Ist es okay, wenn wir du sagen? Ja, freilich. Ja. Hat sich jetzt so der erste Schock vom Telefon schon ein bisschen gelegt oder ist noch schlimmer? Nein, als es eben? Geht schon. Okay, ja. Dann würde ich sagen, reden wir ganz in Ruhe, ja? Okay. Ich freue mich sehr. Ich habe Manuela gefunden. Ich komme mit rein, ja? Ja. Okay. Ich habe dann mit deiner Schwester gesprochen. Ja. Und sie hat mir auch ihre Geschichte erzählt. Das zeige ich dir jetzt, ja? Ja. Alles klar. Manuela, nachdem du die erste Überraschung verdaut hast. Über die Nachricht, dass es einen Bruder gibt, der dich sucht. Was sagst du dazu? Das ist schön. Ja? Ja. Vor allem, weil man ja nicht weiß, dass es da noch wen gibt. Und jetzt gibt es wen. Ja. Eine große Überraschung. Ja, sehr groß. Du wusstest überhaupt nichts davon, dass du einen Bruder hast. Überhaupt nicht. Bist du froh, dass er dich gesucht hat? Ja. Ich weiß ja noch gar nichts über dich. Kannst du mir erzählen, wie du aufgewachsen bist? Ja, ich bin im 1975 geboren. In Wien, hab bei meiner Mutter gelebt. Weißt du irgendwas über Ferdinands und deinen leiblichen Vater? Nein, überhaupt nicht. Also, nein. Hättest du dir denn einen richtigen Bruder gewünscht, der da ist, mit dem er so alles hätte teilen können? Oh ja. Vielleicht hat er mich beschützt oder wäre einfach für mich da gewesen, wenn man einfach einmal Hilfe oder Rat braucht. Aber jetzt habe ich einen. Was würdest du dir für deinen Bruder und dich wünschen? Dass wir zusammenfinden, dass wir gemeinsam Geburtstag feiern, dass wir Weihnachten feiern, dass wir einfach am Wochenende mal so zusammenkommt, was halt Bruder und Schwester so machen. Manuela, erzähl mal ein bisschen, wie dein Leben jetzt aussieht. Ja, ich lebe in Zwentendorf, bin seit 12 Jahren mit Markus zusammen. Wir haben eine richtige Batchmark-Familie. Das ist der Daniel, ist 20, Jacqueline 18, die Sophie wird 14 und die Lena mit 10. Und wir sind eine richtig bunte Familie. Mein Leben passt so, wie es jetzt ist. Schön. Manuela, ich würde dir ganz gern mal ein Bild von ihm zeigen. Das ist dein Bruder, der Ferdinand. Schön.
Wie wirkt er auf dich? Sympathisch. Es ist jetzt gerade ein verbundenes Gefühl zu deinem Bruder? Ja. Wie wir uns eigentlich kennen. Der freut sich sehr auf dich. Super. Hallo Ferdinand, ich bin seine Schwester Manuela. Ich freue mich, dass du mich so lange gesucht hast. Ich bin froh, dass es dich gibt. Und ich hoffe, dass wir uns bald sehen können. Schön. Schön. Danke schön. Danke. Sehr gerne. Oh, schön. Sie hat ja gesagt, sie wünscht sich, dich ganz bald zu sehen. Was wünschst du dir? Ja, dasselbe. Ja? Natürlich, natürlich, ja. Und den Wunsch, den kann ich euch jetzt sofort erfüllen. Wirklich? Denn deine Schwester ist hier. Sie wartet auf dich. Ja. Und ich bring dich jetzt zu ihr. Super. Ja? Ja. Dann komm. Manuela hatte keine Ahnung, dass sie einen Bruder hat, der sich so sehr nach seiner Schwester sehnte. Ferdinand hat nie aufgegeben und sie über all die Jahre gesucht. Der Traum, seine Schwester in die Arme zu schließen, kann nun endlich wahr werden. Ferdinand, jetzt geht dein Wunsch in Erfüllung. Da um die Ecke wartet deine Schwester auf dich. Schön. Nichts zu danken. Geh zu ihr. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Jetzt gibt's Gründe zum Feiern, oder? Ja. Ist das schön, euch zusammen zu sehen. Geht's euch gut? Ja. Ja? Jetzt geht's mir sehr gut. Ja. Sehr gut, dann geht's mir auch gut. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass ihr als Geschwister zusammenwachst. Ja? Das machen wir. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute. Danke. Danke. Danke, Julia. Vor über 40 Jahren hat die gemeinsame Geschichte der beiden Geschwister begonnen, ohne dass sie sich jemals begegneten. Diese Zeit können sie nicht mehr nachholen. Doch von nun an, das versprechen sich beide fest, wollen sie als Bruder und Schwester immer füreinander da sein.